Hallo und schönen guten Abend an alle Diablo 2 Resurrected Spieler. Aktuell gibt es ja die 22 Nights of Terror, davon rufe ich einmal kurz zur Seite. Und wir haben jeden Tag für 24 Stunden einen anderen Buff. Aktuell von 20 Uhr 16. Dezember bis heute 20 Uhr 17. Dezember wollte ich euch kurz auf das Event hinweisen, denn es gibt 50% weniger Vendor Prizes bei Händlern. Das bedeutet beim Gamblen, wir können das Ganze noch ein bisschen weiter erhöhen, indem wir uns einen Geeps Charm ins Inventar packen für nochmal 15% reduzierte Händlerpreise und das Edge-Rune-Wort am Tyrall, Schneider ist das glaube ich, in den Bogen reinballern. Das gibt uns nochmal 15% reduzierte Vendor-Preise, also hier einen Geeps Charm mit 15% und nochmal Edge-Rune-Wort plus die 50% reduzierte Händlerpreise, die wir sowieso schon haben, reduzieren wir Händlerpreise damit um 80%. Und das bedeutet, gewisse Items kannst du theoretisch unendlich gamblen. Ihr seht, ich habe hier auf meiner Bank 2,3 Millionen und hier 168.000 Inventar. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Coronet kaufe, das kostet 37.000 Gold. Kaufe ich mir, kann ich verkaufen für 33.000 Gold. Jetzt habe ich 4.000 Gold für einen Coronet bezahlt. Und Coronets switchen ja auch immer so ein bisschen hin und her zwischen Coronets und Circlets. Ein Circlet zum Beispiel kostet 27.000 Gold und kann ich für... Okay, jetzt das für 15.000, manchmal dann für über 30.000 Gold verkaufen. Also du machst dabei teilweise plus, minus, du kommst, machst nur wirklich sehr, sehr, sehr wenig Verlust dabei beim Gamblen von Circlets. Circlets und Coronets. Du kannst fast unendlich Circlets und Coronets gamblen, je nachdem, wie sehr das hier und her schwankt und wieso die Verkaufspreise hier hin und her schwanken auch. Weil du die für bis zu 35.000 verkaufen kannst. Also das ist wirklich insane zum Gamblen, aber nur bis heute 20 Uhr. Wenn ihr einen Travi-Barb habt, farmt euch einmal die Truhe voller Gold und ihr könnt Stunden über Stunden über Stunden gamblen. Selbst Ringe zum Beispiel kosten hier 10.000 Gold nur. Und die kannst du auch im Schnitt für 1, 2, 3.000 verkaufen. Da gehen nur 9.000 Gold weg pro Ring. Ganz wichtig zum Verkaufen natürlich auf Hölle sein, damit ihr auch die maximalen sozusagen Verkaufspreise von bis zu 35.000 Gold bekommt. Darauf wollte ich euch kurz nur hinweisen. Kurzes Video. Gönnt das auf jeden Fall. Schaut jeden Tag 20 Uhr auf jeden Fall nach dem aktuellen Knights of Terror Buff in Diablo 2 Resurrected vorbei. Wir sehen uns damit im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.